Ja, hallöchen. Willkommen zurück hier nochmal auf Scalabans to Go und weiter geht's im Sägewerk bei Ratchet & Clank Teil 1 in der Trilogie-Fassung. Jo. So, dann machen wir den Sägetyp, der wartet schon sehnsüchtig auf mich, wie ich sehe. So, da hast du. Die Knallerbse, die auf mich schießen möchte, die wartet auch schon. So, jetzt muss ich mal sehen, was ich mache. Ja, ja, ich weiß. Okay. Ja, ich hab's genossen. So. Die Knalltüte hat mich ja tatsächlich erwischt gehabt. Ja, gut. Aber ich habe über beide entfernt, aber da war ja Gott sei Dank eine Kugel und dann war ja alles frisch. So, und ich kann jetzt frisch, fromm, fröhlich, fromm weiter, hier weitergehen, ne? Ja. Frisch, fröhlich, fromm, frei. Ja, so ungefähr war das, ne? So, was ist hier? Ach du Scheiße. Warte mal, das sind alles Sägetypen, ne? Ein Schießer da hinten? Nee, das sind keine Schießer. Doch, da hinten ist ein Schießer, da. Ach da? Ja. Okay. Deswegen gehe ich erstmal zu dem Schießer. Ja, da hast du. So. Die Schießer müssen erstmal weg. Weil dann kann ich irgendwie alles mit der Hand entfernen. Die sind weg. Oh, da ist noch ein Schießer. Ich wusste, dass schon mehrere sind. Zack, die sind aber auch jetzt weg. So. Hier kann ich ja schon mal frei rubbeln. Aber ich glaube, ich habe hier alles schon kastriert. Sieht aus, dass hier alles weg ist. Moment, da ist ein bisschen Futter. So. Den Futter ist eingesammelt. Hier mal auch mal Futter einsammeln. So, sehr schön. Sind wir von hier gekommen? Ja, ne? Von da unten? Ja, okay. Dann muss ich mich selber umgucken. Wenn ich von da gekommen wäre, dann würden die Kisten nicht mehr da stehen. So. Okay, dann werden wir hier mal hoch bei Dacken. So. So. Hier oben ist nicht viel, hier sind ein paar Kisten sind hier, ansonsten befindet sich hier oben nichts weiter. Aber ich möchte die trotzdem ablatschen. So. Jetzt weiß ich nicht, wo wir jetzt landen werden. Ein Geschütz, Schusstyp ist da. Ja, hast du dir wohl gedacht, oder? Na komm her, Baby. So, okay. Ist ja alles entfernt. Ja, sieht ein sauber Elekt aus. Damit kommen wir gut klar, ne? Dann kommen wir hier rüber. So, Abkürzung. Alter, meine Güte, dich habe ich ein bisschen spät gesehen, ne? So, ein Schießi. Noch ein Schießi und zack und zack. Das müsste glatt ein Pokal wert sein. So, ist hier noch irgendwas Verdächtiges? Nein. Oh. So. Komm mal her hier. So.
Okay. So, da haben wir ein bisschen sauber gemacht hier die Ecke. Munition brauche ich keine. Dann können wir ja hier jetzt links weitergehen. Was wir jetzt auch machen tun. Da wartet jetzt eine Fettbacke auf mich. So. So, hier wartet eine Fettbacke und ein Cheesy. Die Fettbacke kann warten, der Cheesy nicht. So. Da ist noch ein Cheesy, eine Fettbacke. Ein Cheesy meinte ich. Da ist der. Den habe ich Gott sei Dank noch rechtzeitig gesehen. Der hätte mich fast erwischt, ey. So. War auch nur fast. So. Okay. Mehr ist er nicht. Okay, dann wollen wir mal am Schraubchen nuckeln. Ja, die Methode geht tatsächlich schneller. So. Ist doch mal, oh, was soll das werden, wenn es fertig ist? Ja, sehr schön. So habe ich es auch ganz gerne. Was erwartet uns da unten? Eine Fettbacke und ein Cheesy, ne? Hinter den Explosionskisten ist es ein Cheesy. Ah, was soll's. Ich fliege da einfach mal runter. Ja, sehen, was da auf uns warten tut. Eine Fettbacke. Gut. Ja, die braucht zwei Schläge, die Fettbacke. Also, sonst hatte man einen Schlag gereicht. Man wollte jetzt noch ein bisschen mehr wissen. Okay. Muss ich mal zusehen, dass ich wieder eine Kugel wieder ins hole. Oh, zwei Kugeln. So. Oh, drei Kugeln. Mist, jetzt wird es aber langsam brenzlig. Hast du noch Nachschub? Ja, eine. Da oben ist auch noch eine. Okay. Okay. Also wenigstens drei Kugeln wieder. Das ist doch wenigstens schön. Weil hier drinnen wartet auch, glaube ich, ein bisschen was, ne? Du stehst tatsächlich wieder auf nach so einer Bombe. Oh. Hart gesocken, wa? So, vier Kugeln. Vier Kugeln Pistazien-Eis, bitte. Jo, danke. So. Die Bomben habe ich ja gleich wieder zurückgekriegt. Juppi. Sehr schön. Und weiter hier. Lailu, der Mann im Mond, schau zu. Oder auch nicht. Oder doch. So, wartet mal. Was haben wir hier? Garnet. Warte mal, dann müssen wir mal da lang, ne? So, hier sind glaube ich zwei Schießeisen. Da hinten sind die schon. Das sind mehrere Schießeisen hier, wenn mich nicht alles irrt. Oh, das sind mehrere. Das sind auf jeden Fall mehr. Scheiße. So, den nämlich rasiert. Der wird jetzt rasiert. Habe ich jetzt nur einer getroffen, ne? Ja. Okay. Das denke ich mal geht noch. Damit komme ich klar. Soweit. So, wir müssen aufräumen hier, ne? So, das muss ja alles ziehen, ne? So. Hier liegt noch ein Schräubchen für uns. Ja, so wollte ich das eigentlich nicht. So, warte mal. Da warten, glaube ich, ein paar Fettbacken. Mistbacken, die halten aber da. Gibt's das? So. Der Fettbackensalat ist weggeräumt. So.
Schräubchen einsammeln und dann können wir mal hier was einsammeln. Was ist denn das? Das ist, glaube ich, die Saugkanone oder sowas. Das cool. Müsste Sauger sein. Jettetons Saugkanone kann mehrere Gegner aufsaugen und sie dann als Geschosse abfeuern. Achtung, Gegner müssen klein genug sein, um in den Lauf zu passen. Saugschlag. Ja, das finde ich doch mal sehr saugstark. So, die werde ich ja gleich mal benutzen. Klein genug ist gut. Also die Sägetypen, die kriege ich auf jeden Fall eingesaugt. Also das finde ich schon mal ganz ordentlich eigentlich. So. So, Moppel. Okay, wir müssen jetzt mal wieder rüberfluttern. So. Dann rüste ich die mal aus und dann kann ich den Flupp eingesaugt sehen. Weil braucht man später auf Picaro, wie die Insel da heißt, da dieser Planet. Da ist ganz nützlich. Wow, das war aber eng. Ziemlich eng sogar. So. So. Okay, jetzt müssen wir mal den Dietrich auswählen. Weil das hatten wir ja noch nicht gemacht. So. Ja, soweit fertig hier. Jetzt müssen wir nur den Dietrich, dann müssen wir mit dem Schnurrgitter sprechen. Ja, ist okay. So, Moment, was habe ich denn hier? Oh, was habe ich denn hier? Das sind Zweier. Okay, ein Zweier. Wo haben wir da einen Zweier? Da unten haben wir einen Zweier. So, warte mal, da ist auch noch ein Sperrding, das müsste funktionieren, warte mal, dann nehme ich den da lang. Ey, wow, ich habe das zweite Schloss aufgekriegt, Mann, ey, ich bin da stolz auf mich. Okay, den Saugballbolzen, aber wir brauchen jetzt, glaube ich, erstmal gleich wieder den Schwunghaken. Oh, die Mucke hat sich geändert. Yeah. Okay, jetzt müssen wir erstmal darüber springen. Oha, das war nicht so gut. Mist, ich bin zu spät durchgesprungen. Wo bin ich denn jetzt, verdammt? Okay. Aber die Tür ist ja offen. Ist er dann nicht so wild? So, nun so wird ein Schuh draus. Kann ich einfach so früh runter eiern hier. So, komm mal her. Hier vorne müsste irgendwo... Ne, da müsste ich so noch rüber. Und die Schraube da rausbügeln, runterbügeln und dann... Geht es auch. Klappt es dann auch wieder. So. Ja, da kommen nämlich die Dinger. So sieht's aus. So, nächste Schraubeisen. So, komm, noch ein bisschen weiter, komm. So ist fein. Alles. Aber klappte doch. Noch mehr Schröpfchen? Okay. So, da kommen wir jetzt ein... Ah ja, okay. Haben wir noch mehr Bügeleisen runter? Wo ist denn die Schraube? Ah, okay, dann nehmen wir den da. So. Der passt doch. Dann muss ich den Dietrich mal wieder benutzen, mal für kurze Zeit. Drückst du die Dreiecktaste doppelt, kannst du schnell zwischen deinen beiden zuletzt benutzten Waffen oder...
Sehr schön. Ja, muss ich dann mal probieren. So, warte mal, was bediene ich denn jetzt hier mit dem Außenteil? Das ist ein Einer, ne? Ein Zweier? Ja, gut, ich sehe momentan aber nicht welche. Ah, den und den. Stopp. Nächster Ring. Ja, ja. Ich muss mal... jetzt komme ich ja doch ein bisschen... Weil ich sehe momentan nichts. Ah, hier ist der Grüne. Moment. Nee, das wäre... Ja. Das könnte gut gehen, ja. Habe ich auch gerade gesehen. Und den schiebe ich nach unten. Bingo. Ja, na wunderbar. Ich habe zwar ein klein bisschen die Schwulitäten, aber es klappte doch. Na, hervorragend. Gib mal her den Eisen. So. Ja, mehr ist hier nicht. Okay, super. Ist gebongt. Kollege Drahtseil. Ja, okay, du passt mich gleich so an. Na, dem hast du es aber gegeben. Sieht ganz so aus. Sind Sie mit Ihrer aktuellen Beschäftigung unzufrieden? Ah. Dann kann die TBS Ihnen helfen. Die taktische Blagforschungsstation. Hallo. Ich bin der leitende Vorsitzende Drang. Und hier in der TBS suchen wir motivierte Mitarbeiter für absolut aufregende Arbeitsplätze. Reinhutstester, Sprengkopfbautechniker, Mutantentürpfleger, Robotermechaniker, Saugkanonentester und Verwaltungsassistent. Kommen Sie zur TBS. Arbeiten Sie an unseren Waffen und an Ihrer Karriere. Ich rufe die TBS heute noch an. Das ist unglaublich. Mann, hast du gesehen, was die hier alles bauen? Lass uns absahnen. Nein, wir müssen weiter nach Captain Quark suchen. Da hast du natürlich recht. Hab ich? Klar, wir brauchen Quark. Aber wäre es nicht toll, wenn wir ihm dann gleich sagen könnten, wo Drag ist? Denke schon. Also, wir gehen zur Raumstation und fragen die Techniker. Die arbeiten für Drag. Und sollten wissen, wo er ist. Deine Logik leuchtet mir nicht ein. Ach, du denkst zu viel. Lass uns gehen. Ja, da hätte ich aber mal einen Hinweis. Dreck kann man da gleich umtaufen in Dreck, oder? So, ja, okay, das klappt nicht so, wie ich wollte. Zack, das klappt aber. Mal wieder relativ gut, ne? So, zack. So. Dann haben wir ja den Planeten endlich kastriert, wegrasiert, fertig, meine ich. Ja, okay. Wo ist unser Schiffchen? Hallo! Schiffchen, Atavisier. Bing! So. Betreten. So. Gut, dann sind wir mit dem Sägewerker fertig. Das ist doch mal hübsch, ne? Ja, 1 von 1, alles gefunden, eine Mission abgeschlossen, wunderherrlich. So, und dann kommt die Blagstation G34 Nebel. Da kann ich ja schon mal hinflattern, das macht dann Frauchen später, ne? So. Da gibt es 2 Goldbolts zu finden, aber nicht einsammelbar. Einer ist, glaube ich, zu holen, der andere noch nicht. Es geht dann erst, wenn man die O2-Maske hat. Mhm. Jum. 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 Also, die Blag. Miep. Miep. Jo, und hier in dem kleinen Planetchen, hier gibt es auch schon eine kleine Mission, wo man mit Clank allein laufen muss, ne? So, ich sammle aber nichts, ich bin ganz artig, ich drehe hier noch ein bisschen so, ne? Das darf dann Frauchen alles machen. Ja, sie freut sich, ja. Okay, ihr Lieben, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, ne? Und schaltet dann wieder rein, ne? Wenn Soli am Start ist, hier bei der Blagstation, ne?
Alles klar, bis baldi. Ciao, ciao, sagt Richard und Tinkerbell. Und Clanky natürlich auch. Bye, bye.